aber es geht doch. Es geht? Ich kann sie nicht zumachen. Aber das Käppchen kommt mir auch über. Das kannst du auch behalten machen. Oh wow. Da habe ich die Verkaufsbewilligung. Mach einfach das, was für dich gut ist und probiere nicht etwas anderes zu spielen. Jetzt hoffe ich, dass ich dieser Sache gerecht werde. Darf ich in den Stress gehen dazu? Nein, das mal nicht. Darf ich in den Stress gehen dazu? Nein. Es hat schon teilweise eine gewisse Überheblichkeit in den Reaktionen der Leute. Oder ein gewisses, ich finde das total doof, was ihr da macht, bis hin zu, wo du wirklich merkst, doch eigentlich schon, aber es reut mich jetzt gerade diesen 6 Franken. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Wenn du Stand bringst, einen Augenkontakt zu machen, dann hast du eine viel höhere Chance zum Verkaufen. Jetzt haben wir doch einiges erlebt, eigentlich ein bisschen querbeet alles. Also die eine Dame sagt, oh, sie sind mein Lieblingsschauspieler, oh, ist das Herzog, oh, schön machen sie das. Und hat gerade für 20 Franken ein Heftchen gekauft. Andere sind ganz herzig und gelacht und auch stehen geblieben und mit uns geredet. Also es ist wirklich ein Mikrokosmos von unserer Gesellschaft, querbeet. Ich kaufe es regelmäßig. Ich war auch mal arbeitslos, ja, nicht lange, aber ich habe mir versprochen, dass ich würde da Surprise immer wieder unterstützen. Ich kaufe nicht eins ab. Gut. Ja. Ja, jetzt machen wir aber den Test. Haben Sie rausgegeben? Ja, habe ich. Habe ich. Also. Natürlich. Ich habe alles, ich bin super organisiert. Gut, das ist schon sehr gut. Nein, ist gut. Danke. Ist gut so? Dann ist gut. Ja. Gut. Es ist auf jeden Fall etwas Sympathisches, sowohl wie sie da stehen und das da verkaufen. Meistens ein bisschen ulkig was auch noch besonders ist, eine Zeitung zu haben, wo man noch nicht weiss, was drin steht. Also ja. Bei den meisten anderen weiss man eigentlich schon ziemlich genau. Entweder sind es liberale und Wirtschaftsglaubensbekenntnisse oder es ist eine Mozerei. Also, und das ist irgendwie eine ganz andere Zeitung. Wie habe ich mich geschlagen? Also ich finde, du hast dich ganz gut geschlagen. Du warst souverän und hast auch etwas Stand gebracht.